Servus und willkommen auf der Niemandsland. Und es gibt ein neues Gebäude. Da fahre ich gleich mal hin. Und wie ihr euch denken könnt, hat das Gebäude was mit Holz zu tun? So, ich glaube, da geht der Weg hinüber. Ja, und ich habe da schon mal eine Ladung verkauft. Das Problem ist, bei dem Ganzen, ich kann nur mit den Hänger fahren. Das heißt, die Größe, was darauf geht, ist maximal 4 Meter. Und bei den Stärkeren habe ich Probleme, es hier raufzubringen. Und nein, das Gebiet gehört nicht mir. Ich habe es einfach mal drauf gepflanzt, sagen wir so. Ja, und es ist das Sägewerk, wie ihr schon gut beobachtet habt. Und weiteres habe ich jetzt meine 20.000. Und das heißt, ich fahre den Hänger zurück und hole mir den Rückgewagen. Weil es kommen noch etliche Bäume weg. Zum Beispiel hier was mitten auf der Grasfläche stehen, damit man. Oder damit ich hier auf jeden Fall mal auch pflügen kann. Und das. Wie soll ich sagen, auch mit Gras ansehen kann. Natürlich kommt ein größerer Traktor und nicht nur ein größerer Traktor, sondern auch eine größere Sämaschine, damit ich gleich ruckzuck anbauen kann. Und ein besonderer Gruß geht an Carsten Müller. Danke für das Kommentar. Er hat mir nämlich geschrieben, eben, dass er eine Kruste lässt und ich finde es ein schönes Projekt. Danke erstmal dafür. Und ich soll Hafer auf Feld 45 und bei den anderen beiden sollte ich Raps anbauen. Okay, gute Idee, mache ich. Mache ich auf jeden Fall. Vielleicht werde ich heute auch schon anfangen mit dem Ganzen. Der Silagepreis ist ja unterirdisch. Und ich werde auch eine. Wie soll ich sagen? Den stelle ich hierher. Ein Lager für Silage herbauen. So, das heißt, gehen wir mal ins Kaufsmenü, dann Ballen, Kettensing, Forstmaschinen, nein, nicht den auch nicht, und das habe ich schon, wo haben wir den, da haben wir den, 1999, entweder mit Ketten oder ohne Ketten, ich kaufe ihn mir ohne Ketten. Ja, genau so wie er ist, so passt er mir. Ja, und die Kohle ist weg. Aber das soll mich jetzt nicht daran hindern. So, den Weg da nach hinten kennt ihr schon. Ich spule mal ein bisschen davor. Und ja, hier bin ich leider etwas hineingekommen. Damals war es schon spät. Ja, ihr kennt den Weg. Wir sehen uns gleich wieder. Da steht das schöne Stück. Der gefällt mir. Vor allem ist er einfach der Preisknaller, würde ich mal sagen. 20.000 Euro für diesen Rückgewagen. Passt. So. Beim Zurückfahren spule ich auch wieder vor. Also, wir hören uns gleich wieder.
Gut, wir sind am Hof oder am, naja, es soll ein schöner Hof werden. Gut, das erste, was ich dann mache, wird einmal dieses Holz wegbringen. Nur da gibt es ein Problem, die sind nämlich viel zu lang für den Rückwagen. Na, schauen wir mal. Nehmen wir. Ich ist auch schon wieder viel zu schnell. So. Der 5 Meter bringt er schön rauf. Maximal 6 Meter. Das heißt, die müssen alle auf quasi 6 Meter abgeschnitten werden. Natürlich verliere ich dabei so einiges an Wert, aber ich tue mich leichter zum Transportieren. Weil sonst steht der sonst hebt der Hänger den ganzen Traktor hinten aus und dann kann ich nicht mehr fahren. Deswegen schneide ich hier alles ab. Da gibt es auch wieder Kohle. Und ich werde momentan nur abschneiden. Und die Idee von Carsten Müller finde ich wirklich toll. Also ja, ich habe gebeten, dass sie mir schreibt, wie was wann. Und natürlich mache ich das auch. Sofern es in meinen Plan passt, beziehungsweise auch Sinn ergibt. So. Warte mal. So, schauen, ob ich mal 12 einmal nehmen kann. Und ja, ich bin kein Freund von Stützen. Also bitte keine Kommentare, ich habe die Stützen nicht ausgefahren. Es geht so auch. Und wir haben selber einen Rückwagen und da muss ich auch ehrlich sagen, sobald ein paar Stämme oben sind, ist das mit den Stützen, weil dann kann man so ziemlich alles ohne Stützen dann, außer der Stamm ist wirklich sehr schwer. Ah ja, und zu Weihnachten bekomme ich, wie soll ich sagen, ein kleines Feature für den Rückwagen bzw. Harvester, Vorrader und dergleichen. Nämlich, ich kaufe mir 2 Joysticks, die was miteinander funktionieren sogar. Habe schon alles gesehen, gelesen und ja. Das wollte ich nicht. Rüber. Es gibt auch andere Videos von der Niemandsland oder Niemandsland, die fangen auf der ersten Stufe an und verhacken das Holz gleich. Ja, ist auch, das Ganze ist auch auf der Map so drauf. Lass mal den mal so stehen. So. Ja, passt schon so. Ja, man sieht, wie hoch das Tier geht. Ich fange aber jetzt schon einmal an zum Anbauen. Die Zeit nehme ich mir jetzt.
Ein Frontpacker nehme ich sowieso mit. Gut, Hafer und Raps. Ja. Dann. So, dann habe ich drin. Fangen wir. Fangen wir mit Raps an. Gut. Ja, speichern ab. Das heißt, fehlt 26 Gruppen Raps her. Fehlt 24 auch. Und Hafer ist da unten. Und ja, ich bin schon kurz da. Ich bin wieder da. Ich habe nur einen dringenden Anruf bekommen. Sorry, Leute. Und frühzeitig wollte ich das jetzt nicht abbrechen. Aber ich werde das Ganze mal hier anbauen. Zumindest das, was mit Raps ist. Und weiters, ja, sehen wir dann schon. So. Das muss ich was umdrehen. Wo haben wir das jetzt? Ah, da. Keine 12 Meter. Das war, glaube ich, die Feldspritze oder der Dünger, was ich gehabt habe. 3 Meter. So. Gehen wir mal anbauen. Raps wie gewünscht, wie beschrieben. Und ich mache mal weiter hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst bitte ein Abo da, liked das Video. Und solltet ihr die Anregungen haben, schreibt sie bitte in die Kommentare. Also, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.